Alles wird gut. Alles wird gut. Also, wir sind wieder zurück auf Darth Mir und damit hallo und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. In dieser Folge muss ich scheinbar ein Astrium aus dem Grab von Kujit bergen. Das werde ich auch tun. Und in der letzten Folge haben wir auf Illumunds ein neues Lichtschwert gebastelt und das kann ich jetzt zerteilen. Ungefähr so. Also, theoretisch so. Das funktioniert gerade noch nicht so ganz well. Ich Probleme habe mit den Eingeborenen. So. Ich brauche Hilfe. Oh, da ging, glaube ich, was verloren. Oh. Ja. Wie schaut's aus? Da! So. Kannst du es jetzt hier noch eine BD. Guck mal, mein Lichtschwert sieht wieder anders aus. Was soll das? Nichts auf. Mein Lichtschwert ist nicht hell. Ist es nicht? Ich hab's dunkel gemacht. Zeig mal, was du ich verarsche mich schon wieder hier. Andi, das sieht einfach nur so dumm aus. Okay, ich hinterfrag's nicht. Mal gucken, ob dieser komische, leicht durchgedrehte ehemalige Jedi wieder hier unterwegs ist. Oder die Nachtschwester, die auch durchgedreht. Also irgendwie sind auf diesem Planet alle bekifft und da steht ein Droide. Das ist bestimmt wieder irgendwelche Kopfgeldjäger. Ja. Was die Nacht. Ich. Ich werde ihn erledigen. Echt, geht's rund. Super. Ich habe trainiert. Ich dachte, du wärst größer. Ich dachte, du wärst hübscher. Ich schieße jetzt. Danke für die Vorwarnung. Na gut, nur noch wir bei. Okay, wie bringt man den? Oh Gott! Jetzt will ich mal kurz sagen, wie ich nochmal in den Lichtschwert mache. Ich hab's vergessen. Haut's dir um, gell? Kopfgeld-Druide der Haxion-Brut. Okay, die, ich glaube, die Haxion-Brut sind die, mit denen sich unser Pilot da, Grease, es verscherzt hat. Das waren, glaube ich, die. Und deswegen sind die immer da, wo wir sind und wollen mich töten. Ich glaube, das waren nämlich die, wo ich auch in der komischen Arena war und so. Und das, ich verstehe das auch langsam. Langsam verstehe ich alles, was hier los ist. Oder langsam Zeit, ich glaube, die Story ist nämlich bald vorbei. So, kannst du das Ding jetzt aufmachen? Das ging ja letztes Mal nicht. Oder langst jetzt nur wieder doof dahin. Ach, der schon. Wenn du jetzt wieder mein Lichtschwert hermachst, dann geht's auch. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Träge. Beeindruckend.
beeindrucken. Aber ist Kraft die Antwort? Nein. Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Vergiss nichts. Beharrlichkeit tötet den Pfad. Okay. Auf die Schulter. Gut, gegen die hatte ich ja schon mein Weg. So. Ich darf nicht aufgeben. So. Okay, die sind wahrhaftig nicht wirklich ein Gegner. Ja, da ist schon doch unser nackter Oberkörper. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Marin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Heute, ne? Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein.
Dann wird Datomir dein Grab sein. Ich will die Lichtschwerter, dann krieg ich die. Du bist schnell, bemerkenswert. Okay, das wird hart. Mach das nochmal! Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Mein Verstand ist scharf. Ja, dann schön. Ist ja ganz toll, wenn dein Verstand scharf ist. Okay, das geht auch nicht. Okay, Macht brauche ich bei dem, glaube ich, nicht versuchen. Das ist das, was ich gerade tue, du Experte. Das wird nicht ausreichen. Ich bin sehr konzentriert, man merkt's noch. Okay, das ist zu wichtig, kann ich gar nichts machen. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Warum können die immer alle sowas? Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Du bist nicht stark genug. Mach das doch mal! Ausweichen wird dich nicht retten. Mal sagen? Hab ich mal, Dankeschön. Ich will das immer machen, wenn ich meine Macht gerade. Ordentliche Abwehr.
triffst mich nicht. Zu langsam. Okay. Ja, ist okay. Ich mach's immer mit meinem rechten Finger. Ich lass immer die Maus los. Ich kann nochmal in die Eier. Naja, tun sie langsam weg. Okay, schade. Jetzt muss er nochmal kaputt sein, ihr Mensch. Geht doch. Schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Okay. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Wir haben es endlich gefunden. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mensch. Es ist wahr. Meryn, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Ja, wollt ihr jetzt noch küssen? Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört? Nein, aber... Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber... Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Können Sie mich nicht mitteleportieren, Alter? Muss ich mich dann herrufen? So. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease? Das ist Meryn. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ah ja. Und wo jetzt hin? Wohin als nächstes? Das klingt nicht ungefährlich. Nach Bogano. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge bereisen, sehen und tun. Denn diese Folge ist vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen. Du hörst auf, mich reinzureden, du blöder Hund. Und dann...
Abo da lassen, Like da lassen und tschüss, bis zum nächsten Video.